Spiel ist kurzzeitig abgestürzt. Dreh um. Ach, hier ist doch ein Eingang. Ich habe nicht rausgekriegt, wie man die blöde Kamera dreht. Und drüber mit dir. Und was so schön war gleich nochmal. Ach, schon wieder der blöde Rabe. So, und jetzt das Rohr hinauf, danke. Das bald mal oben kurzer. Na geht doch. Oh Mann, das wird nochmal. Schwindlig wird, ist kein Wunder, also mal ehrlich. Wer von euch würde sich das denn trauen, ne? Ah. Super, gehen wir endlich weiter. Die Zeit drängt. Trotzdem noch geklappt. Ja, Bewegung. Ich bewege mich ja schon. Geschafft. Ohne Unfall. Wir sind super. Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Wenn ich das nur öffnen könnte. Alright, na dann versuchen wir es mal. Streng dich an, Lukas. Es hat gleich nachgegeben. An. Oh Mann. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Ach, super. Mir tun dann langsam die Finger weh. Ah, fast hatte ich's. Na geht doch. Puh. So, jetzt erstmal Ruhe. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Oh, ich war geschwächt und müde. Na dann. Oh, die scheint immer noch zu malern hier.
erstmal was zu futtern. Auch wenn es mir leid tut. Und noch ein bisschen Milch saufen. Okay, ich hätte so viel Anstand gehabt und hätte ein Glas genommen, aber na gut. Hier ist auch noch was. Ja, wir sind ein echter Schmarotzer, also. Nee, nee. Aber dafür geht's ihm wieder gut. Ah, wieder eine Karte. Nichts zu essen da. Ah, dafür eine Karte. Du hast eh genug zu fressen gehabt, hallo. Oh. Tyler kommt und der guckt unter das Bett. Na gut. Die extrem niedrigen Temperaturen mit einem Rekordtiefstand von minus 15 Grad Fahrenheit haben auch heute erneut diverse Störungen verursacht und dazu geführt, dass die Brooklyn Bridge aufgrund heftiger Schneefälle vorübergehend geschlossen werden musste. In Harlem und in der Bronx fielen mehrere Obdachlose der Kälte zum Opfer. Auch Europa wurde von der Kältewelle nicht verschont und hat in mehreren Ländern noch nie dagewesene Minustemperaturen zu verzeichnen. Restaurantmörder wurde identifiziert. Der Mann heißt Lucas Kane und war der Polizei bisher noch nicht bekannt. Als Beamte ihn in seiner Wohnung festnehmen wollten, gelang es ihm noch in letzter Sekunde zu entkommen. Seit dem Mord im Restaurant soll er noch eine ältere Frau wie auch zwei Kunden eines Waschsalons getötet haben. Boah. Sein Tatmotiv ist ungeklärt, aber Experten zufolge dürfte er geistig gestört sein. Die Polizei hat ein Fahndungsfoto veröffentlicht und geht davon aus... Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen, Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisationen. Der muss wissen, was Quetzalcoatl bedeutet. Natürlich. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Jetzt, dann sollten wir abhauen. Na, pennen sollten wir auf jeden Fall nicht. Vor allem nicht, wenn Tyler hier auftauchen sollte. Okay, aber... Durchs Fenster abhauen können wir anscheinend auch nicht. Ja, vielleicht noch kurz aufs Klo und dann ist Ruhe hier. Nee, kann man auch nicht. Sie haben bereits die Maximalzeit an Leben gefunden. Schön. Ob er wirklich pennen sollte, also... Ich weiß ja nicht. Ich persönlich könnte bestimmt nicht pennen, wenn ich wüsste, dass Tyler hier auftaucht. Aber hey... Lucas ist die Entspannung in Person. Hallo Tiffany, wie geht's dir so? Ja, die merkt's natürlich noch nicht. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lucas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Nein, die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lucas.
Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Oh oh. Wir sollten abhauen. Lukas, die Polizei! Es ist alles aus! Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Frau Harper! Ja, ja. Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Na, jetzt wissen wir es schon mal. Sie heißt also Harper. Okay, wir verstecken uns draußen. Bleiben. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Kannst du ruhig machen. Oh Mann. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren? Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus, deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Oh Mann. Boah, schau dir nicht so genau an. Danke. Puh. Ja, da bin ich nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Puh, gerade so geschafft. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Ja, deshalb habe ich ihr auch nichts getan, du Arsch. Die Bellevue-Anstalt. Hallo, ich heiße Barney. Inspektor Carla Valenti. Sie wollen zu Janus, habe ich recht? Er befindet sich im zweiten Flur rechts. Wenn Sie fertig sind... Schon wieder Stromausfall. Heute bereits der 6. Aber wen wundert's bei der Kälte? Glücklicherweise haben wir unseren eigenen Notstromgenerator. Wie gesagt, Janos Zelle befindet sich im zweiten Flur rechts. Einer meiner Kollegen wird Ihnen die Tür öffnen. Alright. Ich überwache alles. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Danke, Barney. Na, hoffen wir es mal. Ich wusste nicht genau, was ich mir von diesem Besuch versprach. Let's go!